Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Kapitel von Secret Files de Tunguska. Ja, in der letzten Folge wurden wir nach Moskau gebracht. Eigentlich sollten wir hier eingeschleust werden, aber da waren so zwei Herren in Schwarz, so sahen sie aus wie Geheimagenten, Men in Black, keine Ahnung. Und die wollten nicht, dass der freundliche Kerl, der uns helfen wollte, uns einschleust. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was wir tun können, um an diesen Typen vorbeizukommen. Ich werde jetzt erstmal gucken, was es hier alles so gibt. Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ohne Räder wird es wohl extrem unwahrscheinlich. Ja, zumindest ein Rad hat es doch noch. Also, das ist alles das Gleiche. Moment, verrosteter Wagenheber, kann ich den nehmen? Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Ja gut, dann halt nicht. Tasche. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Aha, was haben wir denn geklaut? Eine Brotbox? Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Gummibänder. Die frühstücken Gummibänder. Butterbrot mit Gummibänder. Okay. Ja, gut. Keine Wurst, kein Käse, dafür 4 Schichten Butter. Oh, ich hasse Butter sowieso. Kann man hier irgendwas Kleines nehmen? Das hatten wir ja schon mal, dass wir das nicht sehen konnten. Da geht's runter. Zu dem verdauten Hühnchen von gestern. Lecker. Naja, aber vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit, da reinzukommen. Der macht einen extrem wütenden Eindruck. Spaß bei der Arbeit sieht definitiv anders aus. Hallo, so spät noch am Arbeiten? Ja, lustig, oder? Finden Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Ha, ha. Na, Sie sind ja extrem gut gelaunt. Eigentlich wollte ich mich aber gar nicht lustig machen. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl ein bisschen gereizt. Hab heute eigentlich meinen freien Tag und, naja, jetzt muss ich hier Überstunden schieben. Bloß weil dieses Soldatenpack nicht in der Lage ist, eine Klospülung zu bedienen. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu denen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Gut, wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Ja. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. An einem freien Tag arbeiten zu müssen, ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne? Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier, die Rute in der Hand. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Hä? Nichts, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Naja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö, steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und habe noch nie was gewonnen. Aber heute ist mein großer Tag. Das habe ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werde mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau. Das Blöde ist nur, dass man wirklich jede Zahl in der richtigen Reihenfolge haben muss. Wenn die ersten 3 stimmen, gewinnt man schon was. Aber so richtig abräumen kann man erst, wenn alle Zahlen richtig sind. Das heißt, wenn nur eine einzige Zahl falsch ist, kann man im schlechtesten Fall komplett leer ausgehen? Jep. Aber ich werde gewinnen. 4, 5, 6, 5, 4, 9. Mit diesen Zahlen beginnt für mich ein neues Leben. Okay, ich habe mir die Zahlen jetzt mal vorsichtshalber schnell aufgeschrieben. Wer weiß, wofür wir die für noch brauchen können. Die Soldaten haben Ihnen also den freien Tag versaut?
Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und Sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Naja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sich für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Okay, jetzt ist mein Mauszeiger gerade verschwunden. Hallo? Ah, jetzt kommt er wieder. Die Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Ja, irgendwie schon. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört. Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Ja, das sollte einem zu denken geben. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir anklicken können? Den Schlauch? Ein langer Gummischlauch. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute... Ja, das hast du schon mal gesagt. Entweder der Stein der Weisen in doppelter Ausführung oder doch nur zwei stinknormale Ziegel. Okay, kann man damit irgendwie was mit dem Schlauch machen? Kann man dem die über die Rübe hauen? Anscheinend nicht. Das Gummiband irgendwie kombinieren, auch nicht. Das war auch das Einzige hier, ne? Wagenheber, ach, den Schutt, den kann man auch noch untersuchen. Dreck, Unratzeugs. In Fachkreisen auch Gerümpel genannt. Na, dann wollen wir mal ein bisschen im Dreck wühlen. Super, eine verrostete Mutter und ein undefinierbares Ding aus Eisen. Welche Freude. Okay. Ah! Hey, eine Zwille. Damit haben wir als Kinder manchmal auf Dosen geschossen. Womit kann ich die jetzt benutzen mit dem Ding? Okay, offensichtlich nicht mit dem Ziegelstein. Mit dem Bauarbeiter auch nicht. Also, das könnte jetzt natürlich irgendwas für das nächste Bild sein. Ich glaube, hier kann man nicht weiter, ne? Nee, okay. Dann gehen wir mal zu dem Eingang. Ich hoffe, der schmeißt uns jetzt hier nicht direkt wieder raus. Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. 4, 5, 6, 5, 4, 8. Eine einzige Zahl falsch. Da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Okay. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, das wird eine harte Nuss. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein?
der Fortsetzungsroman in der Moskau News. Eine hinreißende Love Story. Seit über 3 Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Und ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los, sodass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Ja, genau. Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Ach nee, nicht? Was du nicht sagst. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie Sie dahingesetzt. Was? Meinen Sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben Sie wohl recht. Bin zwar erst seit 3 Jahren bei der Truppe, aber habe schon sehr viel erreicht. Klar, ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie Sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra Sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienstsache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht vom FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben Sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind, glaube ich, vom Geheimdienst. Oh, weswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Eine falsche Frage zur falschen Zeit und es könnte deine letzte Frage gewesen sein. Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Ja, Information ist relativ, ne? So wirklich Information? Ah. Von hier aus würde ich tippen 60 Watt. Wie kommt da so eine Idee? Wenn er seinen Roman nämlich nicht mehr lesen kann. Verdammt, das ist schon die 3. Birne diesen Monat. Welcher Idiot bestellt denn immer diesen Billigschrott? Dabei war die Geschichte gerade so spannend. Die Zeitung hier. Ja? Kann ich die haben? Mir ist sowieso gerade die Birne um die Ohren geflogen. War wohl schon ein bisschen sehr alt. Und bis die jemand austauscht, vergehen mit Sicherheit ein paar Wochen. Man muss nämlich erst einmal ein Formular ausfüllen, das dann vom diensthabenden Offizier unterzeichnet und ins Ministerium gefaxt wird. Das geht dann durch 3 Ausschüsse. Und mit etwas Glück kann ich hier kurz vor meiner Rente noch mal was sehen. Ja, die Wunder der Bürokratie sind international. Was ist jetzt mit der Zeitung? Von mir aus. Okay. Ich weiß nicht, wir könnten theoretisch mit ihm nochmal reden, aber ich denke... Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. 456548. Eine einzige Zahl falsch. Da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Okay, das heißt dann also wohl, dass ich die mit dem Bauarbeiter benutzen... Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Zwar nur kurzfristig, aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Freude? Ich schätze, wir müssen dann doch durch die Kanalisation hineinkommen. Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Haha. Okay, naja, Kieselsteine kann man ja immer gebrauchen. Ne? Da sollte ich eigentlich problemlos reinkommen, nach Sergejs Theorie. Und nu? Ja, nu könntest du da hingehen und das dann mal versuchen, aber du tust es ja nicht. Was ist denn hier?
Zigarettenstummel, jetzt mal ganz ehrlich, wo soll man da einen Zigarettenstummel sehen? Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Okay, ach, da oben kann man auch noch gucken. Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte also aufpassen und mich so unauffällig wie möglich verhalten. Ja, das machen wir. Wenn alles gut geht, können wir eventuell durch die Kanalisation rein. Das stinkt zwar ganz schön, aber... wäre jetzt mein Plan. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt. Wenn Sie einen reichen Kerl heiraten wollen, Sie finden mich unten am Fluss. Ich kann nur hoffen, dass er sich mit seiner Kündigung noch etwas Zeit lässt. Ja, okay, perfekt. Also hier bin ich auf jeden Fall unauffällig. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Das wäre dann natürlich perfekt. Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Ach, da kriegt man auch nicht viel für. Ich habe für meine echten Goldringe teilweise nur 6 Euro bekommen. Also viel ist das nicht. Oh, was ist denn das hier? Ich kann es gar nicht anvisieren. Okay, also wir werden wohl irgendwas flambieren. Eine schwere Sicherheitstür. Ja, die sollst du auch benutzen, aber erstmal... Ach so, das war das, was ich gucken wollte. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Okay, aber sonst haben wir jetzt hier nichts drin, ne? Nicht, dass ich jetzt hier... Nee, das war der Müllhaufen. Okay, ja gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Oder auch nicht? Die Tür ist zwar ein Spalt breit offen, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Na toll. Ist jetzt die Frage, können wir irgendwas davon nutzen? Bei der Tür? Bei was anderem? Können wir irgendein riesiges, übermächtiges Wesen eventuell... Ach, das war ja gar kein Papier, das war ein Kieselstein. Mit dem Sandwich anlocken oder sowas. Tja. Die Tür ist zwar ein Spalt breit. Ja, habe ich schon verstanden. Das Problem ist, dass ich halt jetzt nichts mit der Tür nutzen kann. Ich würde ja sagen, ich schlage hier irgendwo irgendwas ein oder so, aber das geht halt auch nicht. Kann ich habe noch nichts rausgefunden, was mich wirklich weiterbringt. Und selbst dieser Sergej kann mir auf die Schnelle wohl nicht mehr helfen, in den Zug zu kommen. Ich bin also erstmal auf mich allein gestellt. Ja, das ist jetzt aktuell gerade mein Problem, weil mir rennt die Zeit ein wenig davon, weil... die Folge eigentlich jetzt zu Ende wäre, ich aber vorher gerne durch diese Tür gekommen wäre, es aber aktuell nicht kann. Ich gehe noch mal nach oben. Oder Moment, eine schwere Sicherheitstür.
Nee, kann man sich nicht angucken. Okay. Also ich gehe erst noch mal nach oben, ob da vielleicht irgendjemand kommt oder irgendwas passiert oder so. Nee, da tut sich auch nicht. Ach, der Schlauch. Moment, den können wir doch noch benutzen. Nee, den können wir aber mitnehmen. Naja, immerhin etwas. So konnten wir sonst nichts mehr mitnehmen. Dann gehen wir mit dem Schlauch noch mal nach unten. Nicht, dass uns das irgendwie weiterhilft. Du sollst da runtergehen, Mädel. Nee, es hilft uns natürlich nicht weiter. Kann man auch nirgendwo benutzen. Kann man auch nicht mit irgendwas anderem benutzen. Ja, dann tut es mir leid, weil ich will nicht zu sehr überziehen. Aber dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich das Ganze jetzt hier in der Kanalisation speichern werde. Und ja, mich nochmal ein bisschen umschauen werde. Vielleicht muss ich auch mit dem Typen nochmal sprechen und da irgendwie den Schlauch benutzen. Wer weiß, vielleicht kann ich ihn ja erwürgen mit dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ich irgendwo die Streichhölzer oder den Schlauch oder ähnliches benutzen kann. Und wenn ich was rausgefunden habe, dann werde ich die Aufnahme wieder starten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.